Komm auf einmal, liebe Leute, was geht ab? Ich bin's Kadarkan, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Detektiv-Conan-Video. Vor einiger Zeit habe ich mal ein Video dazu gemacht, dass Kaito Kid kein offizieller Geheimnisträger von Shinichi Kudo ist. Bevor jetzt irgendwer fleißig einer in die Kommentare reinschreibt, das stimmt doch gar nicht, bitte das Video in der Videobeschreibung bis zum Ende angucken. Ich kann euch hier garantieren, eure Zweifel werden zu 100% aufgeklärt. Da ist mir eingefallen, es gibt ja viele nicht-kanonische Informationen, die extreme Auswirkungen auf die Handlung hätten. Was meine ich damit? Die originale Detektiv Conan Handlung ist nur der Manga. Ja, wenn wir das Buch kaufen und dann lesen, das ist die Hauptstory. Wenn wir uns den Anime dazu angucken, muss man hier klar unterscheiden zwischen Hauptmanga-Folgen und Filler-Folgen. Die Filler-Folgen, Sonderbände und die Kinofilme haben nämlich keine, wirklich gar keine Auswirkung auf die Hauptstory. Das heißt, wenn in einer Filler-Folge Ran stirbt, ja, oder im Kinofilm Ran stirbt, taucht Ran trotzdem im Manga auf, weil es ja eigentlich nie passiert ist. Das sind einfach Sachen, damit der Anime künstlich verlängert wird, ja. So, das hätten wir. Da dachte ich mir so, das Thema ist ja interessant. Und gerade in diesen besagten Folgen, also Filler-Folgen und Kinofilmen, passieren Sachen, wo man dann denkt, ist es jetzt eigentlich ausschlaggebend für die Handlung oder nicht? Und da kann es wirklich, ich kann es wirklich verstehen, ich war manchmal auch verwirrt, ist es denn jetzt relevant für die Story oder nicht? Da blickt man manchmal selber nicht durch. Hier kommt die Aufklärung. Als allererstes haben wir Kaito Kid. Spoiler, 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 wer den 14. und den 3. Kinofilm nicht geguckt hat, sollte jetzt ausmachen. Hier hat hier wieder Ran den Verdacht, dass Conan Shinichi sei. Und in dem Moment, wo sie dann mehr oder weniger gesagt hat, ey los, sag jetzt, gib zu, dass du Shinichi bist, kommt Shinichi in den Raum rein. Natürlich war es Kaito Kid, der sich nur verkleidet hat. Und wenn dann Ran sieht, okay, Conan ist da und Shinichi, dann kann ja Conan nicht Shinichi sein. Das heißt, Kaito Kid hat dir Conan mehr oder weniger den Arsch gerettet. Im 14. Kinofilm spricht sogar Kaito Kid Conan mit Shinichi an. Das heißt, man kriegt wieder vermittelt, dass er weiß, dass Conan Shinichi ist. Und jetzt kommen wir zu dem größten Irrtum. Da kann ich es wirklich nachvollziehen, nämlich Episode 144. Da verabschiedet sich Kaito Kid in der deutschen Fassung von Conan mit: Wir sehen uns bald wieder, Shinichi. Hier kommt's aber, das ist ein reiner Übersetzungsfehler, denn in der japanischen Originalfolge sagt er nicht Shinichi, sondern Metantei, und Metantei heißt übersetzt Detektiv, also wir sehen uns wieder, Detektiv. Ein ganz, ganz grober deutscher Übersetzungsfehler, das darf hier eigentlich nicht passieren, und alle, die sich nur die deutsche Fassung angehört haben, können natürlich hier zu Recht behaupten, bis zu dem jetzigen Video, dass Shinichi, Geheimnis gelüftet wurde, dass praktisch dann Kaito Kid auch ein Geheimnisträger ist. Dem ist aber nicht so. Wie gesagt, es ist nur ein Übersetzungsfehler. Im originalen Japanischen hat er es nie gesagt. Die nächste Sache ist das mit Eri und mit Kogoro, die Trennung und der Zugehörigkeit der Polizei. Im Manga weiß man, okay, Kogoro war bei der Tokyota Polizei bekannt und dass er unter Kommissar Yumi Naga in der Abteilung Brandstiftung gearbeitet hat. Das ist im Manga, das ist also der Hauptstory angehörig, aber das war's dann auch. Also es ist nicht bekannt, warum er aufgehört hat. Im zweiten Kinofilm wird dann berichtet, dass Kogoro eine Geisel, was dann zufälligerweise auch seine Frau Eri Kisaki war, mehr oder weniger angeschossen hätte, um die Geisel mehr oder weniger, ja, unschädlich zu machen, dass der Täter gefasst werden kann, ja, ohne dass die Geisel weiter gefährdet wird. Das wäre eigentlich sein Grund gewesen zur Entlassung. Ist aber nur im Kinofilm. Das heißt eigentlich auch nicht ausschlaggebend für den wirklich originalen Handlungsverlauf. Und in Manga ist bekannt, okay, Kogoro hat sich von Eri getrennt und dass die Trennung vor 10 Jahren stattfand. Das heißt aber auch nicht, dass sie jetzt offiziell getrennt sind, die leben bloß woanders. Ja, eine offizielle Trennung, ja, muss zum Standesamt und sonst was, ist hier nicht passiert. Also die Ehe wurde nicht annulliert. Sie leben bloß an verschiedenen Orten. Und im zweiten Kinofilm wird dann bekannt, Eri, ja, hat gesagt, ja, wir haben uns nur getrennt, weil das Trennungsgerücht, dass Kogoro sehr große Kritik an den Kochkünsten Eri ausgesetzt hätte, ja, und dass sie daraufhin die Beziehung beendet hat. Ja, Kinofilm, leider ist es so, dass, wie gesagt, nicht zur Haupthandlung gehört. Das heißt also, dass wir nicht genau wissen, warum ist er denn jetzt aus der Polizei entlassen worden und was war der spezielle Grund für die Trennung. Vielleicht wird es bald im Manga aufgelistet, aber für uns Konsumenten ist die, glaube ich, die Sache jetzt, warum er entlassen wurde und warum er von Eri getrennt lebt, doch, egal ob es jetzt zur Haupthandlung gehört oder nicht, zufriedenstellend oder nicht. Und jetzt kommen wir zu der letzten Sache, nämlich Kazuha und Heijis Kindheit. Es wird eigentlich immer so behandelt in der Anime, ja, ich betone Anime und in den Kinofilmen,
dass sie Sandkastenfreunde sind. Ja, seid klein auf, genauso wie bei Conan und Shinichi. Bei Shinichi und dran. Ihr wisst, was ich meine. Aber eigentlich ist im Manga, wer sich den Manga regelmäßig gegeben hat, nichts bekannt. Er wird also nicht genau erwähnt, warum, woher kennen sie sich und sonst was. Aber im 7. Film wird dann auf die Zeit eingegangen. Wie gesagt, wieder Kinofilm, also gehört nicht zur Hauptstory. So hätte sich Heiji in Kyoto in ein singendes Mädchen verliebt, das er danach nie wieder gesehen hätte. Ja, später, als er sie sucht, findet er heraus, wer hätte es gedacht, das singende Mädchen sei Kazuha. Auf jeden Fall eine krasse Story und ich muss an der Stelle sagen, egal ob es zur Hauptstory gehört oder nicht, es ist für uns Konsumenten zufriedenstellend. Und das ist jetzt nochmal eine Sache, die ich prinzipiell am Ende dieses Videos sagen will. Es ist im Endeffekt für uns egal, ja, ob es jetzt offiziell im Hauptkanon stattfindet, also der Handlung angehört oder nicht. Wir Konsumenten wollen doch einfach nur das, was für uns am schönsten ist, oder? Ich persönlich finde die Sache schön, dass hier eingegangen wurde. Der 7. Kinofilm übrigens ein richtig geiler Kinofilm. Wer sich den nicht angeguckt hat, sollte sich den angucken. Extreme Gänsehaut habe ich bekommen. Nur jetzt schon bei dem Video habe ich Gänsehaut bekommen, weil du direkt Flashbacks kriegst. Du siehst diese Bilder direkt vor dem Auge. Ich schwör's euch, so ein geiler Film. Eigentlich bei jeder Detektiv-Conan-Film ist ein Muss, ein Meisterwerk. Ich kann einfach nicht euphorisch darüber reden, ja, nicht, weil es einfach zu krass ist, Detective Conan, Alter, holy moly. Von daher, passt auf, wie ihr das immer bewertet, ja, warum sage ich das überhaupt? Das ist so wichtig, es spielt natürlich eine große Rolle, gerade bei den Theorien, weil wenn wir auf Theorien eingehen, da müssen wir uns leider auf den Hauptkanon beziehen und können nicht auf irgendwelche Spekulationen eingehen, ja, das ist im Kinofilm passiert und deshalb ist das und das, ja. Das muss man hier an der Stelle sagen. Natürlich, wenn ich ein Faktenvideo mache oder einfach ein Video, wo ich irgendwas Resümee passieren lasse, da darf ich das erwähnen, weil es ja irgendwie doch passiert ist. Also Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt den Unterschied verstanden. Ich fasse nochmal ganz, ganz gut zusammen. Kaito Kid, kein Geheimnisträger. Wir wissen nichts über die Kindheit von Kazuha und Heiji, ja, dass es Sandkastenfreunde sind und wie er sie kennengelernt hat. Und wir wissen nicht den Grund, warum Kogoror aus der Polizei entlassen wurde, ja. Und wir wissen nicht den Grund, warum Kogoror und Eri sich getrennt haben. Nicht offiziell. Euer Kaito Arkai.